ja, die, allgemein die ganze Spielweise. Also, das ist kein Teamspiel mehr. Die spielen nur noch katastrophal, einfach so chaotisch im Moment. Das geht gar nicht. Also. Gegen eine Mannschaft wie Köln kannst du dann nicht 2-0 dann verlieren, gerade gegen den Tabellenletzten. Da hätte der HSV einfach mal ein Zeichen setzen müssen, mit noch mehr Elan einfach mal die Dinger vorne wegmachen. Aber da hat man so gar nichts gesehen. Das war so mehr keine Lust und wir können nicht. Also irgendwie hat man da gemerkt, dass der HSV dann auch in der Situation auch hilflos war. Ja, dass sie die ersten 10, 15 Minuten eigentlich klar überlegen waren, unbedingt das Tor machen müssen und dann nachher einfach wieder einbrechen und die Gegentore wieder so einfach gefallen sind. Einmal ein Standard, einmal ein langer Ball, das ist zu leicht für den Gegner. Das hat mich da am meisten geschockt, dass so viele Fehlpässe und ja, war halt scheiß Spiel. Ich habe so da viel am Schiedsrichter, der meiner Sicht viel für Köln gepfiffen hat, also nicht wirklich für Hamburg. Ich denke mal, er hat wohl das falsche Konzept oder so gehabt für die Mannschaft und nicht auf die einzelne Person, dass die zusammen besser spielen können, eingegangen. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding aus beiden, ne? Der Trainer gibt das Ganze vor, er möchte gerne, er hat eine Spielidee, das soll umgesetzt werden und die Mannschaft soll es umsetzen. Wenn die Mannschaft es nicht umsetzen kann, was er vorgibt, ob das dann zu schwierig ist für die Mannschaft oder die Spieler es einfach nicht können, weil sie es technisch nicht schaffen. Ich würde sagen, das ist so ein Halb-Halb-Ding. Aber Anfang der Saison lief es ja wohl. Also, da hat er es ja wohl hingekriegt, aber wahrscheinlich war ja, die Winterpause auch, was mir auch aufgefallen ist, wo die Länderspielpausen waren. Danach, da ging es auch wieder bergab. Ob es an der Pause lag, weiß ich nicht. Irgendwie hätte mir dann noch so, dass er den Spielern auch mal zeigt, hör mal, jetzt müssen wir so langsam mal, also die Komfortzone ist jetzt vorbei, die Saison ist jetzt schon, neigt sich dem Ende zu, jetzt müssen wir mal. Und das hat er meiner Meinung nach irgendwie nicht rübergebracht, mal so ein Zeichen in der Situation gesetzt. Also man hat ja schon einiges gehört jetzt hier im Umfeld und Bernd Hollerbach war ja ein Name. Ich persönlich hätte ganz gerne Jens Keller gehabt, wobei der hier nicht herkommen wird wahrscheinlich. Labbadia nochmal hier einzuschleusen als das dritte Mal wäre für mich keine gute Lösung. Thomas Doll auch nicht, zumal man den ja rauskaufen müsste, denke ich mal. Aber Bernd Hollerbach könnte es hier doch schaffen, denke ich mal. Der hat Erfahrung, der kennt den Verein und der soll es mal gerne versuchen. Also ich bin Fan von Felix Magath, weil der wird hier direkt erstmal einen Erdhügel aufrichten und dann müssen die auch mal richtig bluten für ihr Geld. Und dann wäre die Einstellung der Spieler auch ganz anders. Die könnten dann auch mal 120 Minuten auf hohem Niveau laufen und spielen. Und deswegen wäre für mich der Felix Magath oder der Thomas Doll vielleicht. Aber der Felix Magath ist so mein Top-Favorit in der Situation.